Hallo zusammen. Entfesselt blitzen mit der Sony A6300. Ich sage kurz, welche Ausrüstung ich verwende. Ich erkläre kurz das Setup. Dann stellen wir das Licht ein und dann sage ich noch schnell was zur Nachbearbeitung. Es gibt das Ganze schon in diversen Videos. Ich verlinke mal auf eine Playlist, wo ich eine Reihe von Tutorials mache, genau zu diesem Thema. Heute halt speziell A6300/A6000. Das funktioniert an der A6000 völlig genauso. Bei allen anderen kann man es sehr ähnlich. Ich habe jetzt hier die A6300 mit dem 55mm Carl Zeiss. Da kann man aber genauso das Kit-Objektiv nehmen, das spielt gar keine Rolle. Als Auslöser für die Blitze habe ich drauf den Yongnuo 603-2. Das ist die Canon-Version. Ich verlinke da drauf unten in den Shownotes. Hier habe ich einen Yongnuo 560-3. Der liegt so bei 55 Euro. Der ist auf minimale Leistung. Der ist nur dafür da, die anderen Blitze auszulösen. Man kann das Ganze komplett mit Aufsteckblitzen machen. Dann muss man natürlich ISO ein bisschen hochschrauben und die Blende ein bisschen weiter aufmachen. Die Studioblitze haben jetzt sehr viel mehr Power. Das große hinter mir ist der Lastulite Highlight. Habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Den benutze ich immer. So für Porträts, Bewerbungsfotos und so weiter ist das mein Standardhintergrund. Den benutze ich fast täglich. Meistens mit der weißen Seite. Wir drehen den aber gleich noch um mit der schwarzen Seite, dass wir beides mal gesehen haben. Ich habe jetzt im Moment nur ein einziges Licht. Der Hintergrund ist beleuchtet. Und ein einziges Licht von vorne, das ist ein 90 cm Valimax mit Grid. Spielt für das Weiße keinen Unterschied, ob der Grid drin ist. Für Schwarz brauchen wir das aber gleich. Und da drin ist der Jinbei HD600. Das ist mein Hauptlicht. Ich sage es nochmal, da könnte auch ein Aufsteckblitz drin sein. Dann müsste ich einfach ISO verändern. An der Kamera stelle ich ein manueller Modus, ISO 100, Blende 7.1 und 125stel, 160stel, gehen wir mal auf 160stel, so. Wichtig ist, ins Menü gehen und einstellen, dass Live-View-Display-Settings off sind, sonst hast du ein schwarzes Bild. Ja, also du siehst nicht, wie das fertige Bild aussehen wird, das kannst du nicht sehen, weil der Blitz ja blitzt. Dann kannst du auch ganz normal fokussieren. Das ist schon alles. Ich habe es jetzt nicht vorbereitet, ich habe es gerade aufgebaut, wir stellen das kurz live ein. Ich gebe mal meiner jungen Assistentin die Kamera in die Hand. Das Licht kommt wie üblich so ein bisschen leicht von schräg vorne. Grundsätzlich näher dran ist immer besser. Ich will jetzt Porträt haben, so ein bisschen so mit meinem neuen T-Shirt, dass man das auch sieht. Deswegen habe ich den Ausschnitt jetzt ein bisschen größer als ein reiner Headshot. So rumstehen natürlich. Nochmal. Wird das was? Aber ich kontrollieren, das Bild ist zu dunkel. Ich habe jetzt hier am Jinbei eingestellt, 64stel. Gehe ich mal hoch, ich rate jetzt mal 16stel. Aber kontrollieren. Viel besser, sehr gut. Also, das ist eigentlich schon alles. Ja, also es funktioniert völlig unkompliziert mit der Kamera, ganz normal wie mit jeder anderen Kamera auch. Der Autofokus ist gut genug, um hier bei normalem Zimmerlicht ganz normal arbeiten zu können. Da muss ich jetzt nichts Spezielles machen. Ich würde sagen, ich baue kurz um auf Schwarz, weil Schwarz natürlich viel spannender ist. Moment. Hintergrund? Schwarz, sehr gut. Also ihr seht, völlig, völlig unkompliziert. Ich habe jetzt einfach das Ding umgedreht, hinten den Blitz ausgemacht natürlich. Ich komme jetzt mit einem Licht von vorne und wichtig, da ist das Grid drin. Weil das Grid drin ist, ist das Licht so ein bisschen gebündelt und es kommt schon noch Licht auf den Hintergrund, aber sehr viel weniger als auf mich. Das Licht geht so ein bisschen gebündelt dran vorbei. Wenn mir das jetzt noch nicht spannend genug ist vom Look her, oder es ist mir nicht spannend genug, ich will ja immer so ein bisschen Pep haben, dann nehme ich zum Beispiel so ein Striplight, das ist von Valimax, das 25x150. Da habe ich zwei Stück von, das ist mein Standard-Setup. Das habe ich hier immer liegen, das benutze ich ganz, ganz viel als Haarlicht, als Rimmlicht, auch für Bodybuilder, ein bisschen Rimmlicht und so weiter. Also, ich sag mal, einmal die Woche benutze ich das bestimmt. Da drin ist jetzt ein D-Light RX2. Den habe ich jetzt mal, keine Ahnung, auf 2 ist der, von 2 von 5 ausprobieren.
Mal kontrollieren. Und das ist jetzt eine Geschmacksfrage. Jetzt habe ich den für meinen Geschmack zu hell. Ist jetzt ein sehr hartes Rimlight. Wenn ich jetzt hier die Bodybuilder-Pose mache und jetzt mal das T-Shirt ausziehen würde, was ich nicht machen werde, dann würde ich vielleicht sogar sagen, das ist gut so. Für eher Porträt würde ich ein bisschen runtergehen. Ich gehe mal mit der Power runter von 2 auf 1. Ist jetzt geraten. Ich will eigentlich nur so ein kleines Kicklicht haben. Ja, ist besser. Das ist jetzt minimale Power. Wenn ich jetzt sage, das ist immer noch zu viel, dann muss ich den Blitz weiter wegschieben. Ja, das kann ich natürlich immer machen, weiter wegschieben. Ich kann den nicht weiter runterdrehen, aber ich kann mit der Entfernung ja auch spielen, beziehungsweise umgekehrt, ich kann auch dichter kommen, je nachdem, was ich da haben möchte. Das war schon alles. Mehr ist gar nicht dabei, um spannende Porträts zu machen, ein bisschen charakterliche Porträts zu machen, mit weißem Hintergrund, mit schwarzem Hintergrund, mit so ein bisschen Rimlight drauf, pipapo, in 3 Minuten aufgebaut, wenn man das Zeug hat. Und jetzt reden wir mal kurz über Kosten. Wenn man da Aufsteckblitze reinmacht, dann hat man da 55 Euro für den Blitz, da nochmal 55 Euro. Das Striplight liegt wahrscheinlich so bei 100 Euro. Das Ding liegt auch so bei 100 Euro mit dem Gritz. Also sind wir nachher bei Größenordnung 300 Euro für eine komplette Studioausrüstung. Hinten muss man ja nicht das Last Light Highlight nehmen, habe ich auch schon vorgestellt. Man kann natürlich auch von Wally Max einen Falthintergrund nehmen für schwarz oder schwarzen Molton-Stoff mal bei eBay kaufen oder wie auch immer. Das Ding ist halt einfach furchtbar praktisch, aber das steht halt hier immer. Das kann ich umkippen, das steht bei mir im Flur. Und wenn ich es brauche, hole ich es raus, drehe es je nachdem schwarz oder weiß. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich weiß, es ist teuer. Bei mir lohnt es sich, weil ich das fast täglich nutze. Einmal ein Foto machen. Ganz wichtig, immer ein Foto mit der grauen Karte machen. Wenn du dein Studio mal hast und eingerichtet hast und so weiter und weißt, was du brauchst, dann das mache ich nicht jedes Mal, weil ich nehme immer dieselben Lichter und ich weiß, welche Temperatur ich habe. Aber wichtig, das Ding sonst einmal nehmen, wenn du irgendwas Größeres umbaust, einmal ein Foto machen, damit du sicher bist, du hast eine korrekte White Balance. Du kannst dann immer noch künstlerisch aktiv werden, aber zumindest weißt du, was ist korrekt. Du musst dich nicht auf die Automatik verlassen. Dann im Lightroom einmal ganz kurz mit der Pipette darauf gehen für die White Balance und schon hast du mal korrekt gesetzt. Weil ich habe jetzt hier, und das ist noch ein wichtiger Randbemerkung, ich mache da mein eigenes Video zu, das steht auf der To-Video-Liste ganz kurz, die Elinchrom-Blitze und die Jinbei-Blitze und die Yongnuo-Blitze, die haben nicht dieselbe Farbtemperatur. Bei Schwarz ist das egal, bei Weiß nicht. Man sieht nachher, dass es nicht dieselbe Farbtemperatur ist. Deswegen ist es so wichtig, da mit so einer Graukarte zu arbeiten, vor allem wenn du gemischte Blitze hast und das haben ja viele von uns. Also, ich hoffe, das war interessant. Nicht vergessen, es ist eine Playlist. Es gibt noch einen Haufen Videos zur A6300 die nächsten Wochen. Morgen geht es in die Berge. Morgen wird auch endlich mal gefilmt damit, dass ich auch ein bisschen gucken kann, was kann denn das neue Schmuckstück an Filmeigenschaften und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war noch wichtig. So, war gut? Ja. Sehr gut. Ist gut? Sound sieht man unten, den Lautstärkeregler müsste so. Sehr gut. Okay. Macht das Sinn, so wie ich stehe, so ein bisschen? Sieht man mich? Man sieht dich. Wenn sehr du gut. Ein bisschen nach links gehst, stehst du direkt wieder raus. Ja. Sehr gut. Also. Was habe ich vergessen? Du hast dich nicht versprochen. Nee, aber ich habe es vergessen. Ich habe vergessen, White Balance. Ich wollte ja noch sagen, was zur Nachbearbeitung. Das müssen wir noch schnell machen. Meine Graukarte ist wo? Heidi, wo ist denn Heidi? Nicht weglaufen. Nein, sollst die Kamera nochmal nehmen.